Hallo zu Gold Rush. Heute geht's mal wieder weiter mit einer Runde Baggern, nachdem wir in der letzten Folge ja ein bisschen optimiert hatten. Muss ich mal eben wieder alles anschmeißen. Der Tank ist noch genug drin. Der rennt noch, okay. Es ist ein neuer Patch raus, dadurch sind einige Bugfixes behoben worden. Aber ich muss mal eben die Musik ein bisschen leiser machen. Die ist mir gerade zu laut. Aha. Mal gucken, wie die Geräte, wie laut die sind. Brauchen wir ja auch nicht zu laut. Können wir auch noch ein bisschen leiser machen. Machen wir mal 60. Ja. Setzt aber schnell um. Laut und leise. Na, dann wollen wir doch mal ein wenig Gold schürfen. Ich weiß, ich habe lange nicht aufgenommen. Aber es geht nicht anders. Entschuldigung. Ich bekomme das Buch. Die Frau des Hauses. Mein sowas. So rum wird ein Schuh draus. Sorry gerade fürs Niesen, aber so schnell konnte ich mich nicht muten. So. Immer dieses fürchterliche Ballern. Also ich weiß nur, dass der Goldsheet rausgenommen worden ist, dass einige Bugfixes behoben worden sind hier im Spiel. Was jetzt genau gemacht worden ist, dann müsst ihr mal die Updates durchlesen. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir uns sämtliche Geräte jetzt hart erarbeiten müssen. Also das heißt auch, es werdet ein paar Baggerfolgen sehen müssen. Es geht leider nicht anders. Hilfe. Hasi juckt. Ups, was war daneben? Nicht wundern über die Nebengeräusche, also unsere Waschmaschine. Aber ich glaube, so schlimm wird es nicht sein. Da ist die Chefin wieder weg.
Also Gold Rush wird definitiv ein Langzeitprojekt. Wenn wir uns wirklich alles hart erarbeiten müssen und nicht durch Zufall mal dicke Klumpen finden. Na komm schon. Ich glaube, die ist nicht voll. Aber kann ich jetzt leider nicht ändern. Weil der Baggerfahrer ist nicht der beste, glaube ich. Sollte man einen neuen einstellen. Oh. Voll. Einmal tauschen. Der ist eh leer. Was denn da jetzt? Und hier vorne? Ah, hab ich gar keinen hingestellt. Ist egal. Ja, da war doch gerade noch was drin. Die war nicht voll, die Schaufel. Ach, ich muss gleich mal gucken, ob ich noch einen Mitarbeiter einstellen kann. Dann machen wir erst, wenn wir den einmal voll haben. Thank you.
Ach, den Magnetitanhänger müssen wir ja auch noch wieder zurückholen. Na, jetzt fahren wir eben zum Zelt. Eben den anderen Anhänger. Wollte eigentlich zum Bild. War ich dann zum Wohnwagen? Verdammt. So, Arbeiter. So sind die jedes Mal leer. Verstehe ich nicht. Zu keiner? Okay. Warum speichert ihr das nicht? Sehe ich nicht. Das ist mir zu hoch. Also was die Beschleunigung von dem Auto angeht, das ist, kann man ja gar nicht langsam ranfahren. Da sollten wir sich vielleicht auch nochmal was anfangen lassen. Ach, 3 Arme habe ich ja sogar noch Beladefläche. Die kann ich ja dann auch noch voll machen. Hehe. Also von der Performance merke ich auch gerade nichts, dass es besser geworden ist wirklich, aber... Vielleicht sollten sie da mal ein bisschen was dran machen. Ich würde sagen... Wir machen mal eben die beiden Eimer schon mal wieder sauber.
Läuft der? Ja, der läuft. Wieso kann man jetzt hier den Hebel nicht mehr benutzen? Den Wasserhahn? Das ist Absicht? Geht nicht mehr. Okay. Den bringen wir dann zum Waschen. Geht. So, jetzt ist er durch. Knappe 4 Unzen. Den Rest machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.